Das weiß ich auf heutiger Sicht nicht. Was ist denn besprochen? Eine Bestandsaufnahme. Was passiert in einer Woche Lockdown? Wie geht es den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen? Wir sehen, dass mehr auf der Straße ist wie sonst. Wirkt es trotzdem? Das war einfach eine Bestandsaufnahme. Bei ganz vielen Menschen, wenn jeder sich zu Wort meldet, dauert es eben diese Zeit, aber es gibt jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, da gibt es ein Ergebnis. Aber Experten sagen, dass die positiven Tests, die Zahlen runtergehen. Gibt es da dann schon eine Tendenz? Die Experten Tendenz? Sagen, dass klar ist, dass man schon sieht, auch in anderen Bereichen, wir brauchen dringend diese dritte Impfung. Das haben alle Experten gesagt. Das ist dann die Grundimmunisierung. Und Sie möchten, dass der Lockdown Mitte Dezember endet? Ich wünsche mir nie einen Lockdown, das ist ja keine Frage für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Aber ob ein Lockdown endet oder nicht endet, tut mir leid, das müssen die Virologen feststellen. Das kann ich nicht beurteilen. Wünschen tue ich mir gar keinen. Weil am Mittwoch Zahlen feststehen, wann gibt es die nächsten Gespräche? Da warten wir jetzt ab. Wir sind aber in einem ganz engen Austausch jetzt, in einem Kontakt und werden schauen, wie es weitergeht. Ja, es war eine Bestandsaufnahme, wir haben jetzt gar nichts fixiert, von keiner Seite her. Aber mal interessant, auch mit Wissenschaftler, Experten zu reden und ihre Meinung sich anzuhören. War für uns sehr wichtig. Stimmt dir optimistisch diese Meinung? Ja, wenn wir schaffen, dass die Menschen tatsächlich mehr der Impfung vertrauen, als doch anzunehmen, die Krankheit ist nicht so schlimm. Das wäre, glaube ich, nicht so. Dann würden die Intensivstationen nicht so voll sein. Also wirklich, die Leute, die Angst haben, sollen sich melden, dass man mit ihnen diskutiert und spricht. Das ist mein Zugang. Ich bin absolut gegen einen Zwang oder gegen Druck. Was ich schon möchte, ist, dass wir hier rauskommen, dass die Spaltung in der Gesellschaft aufhört, dass der eine, der geimpft ist, dorthin darf, der andere nicht. Das ist für mich eine Spaltung der Gesellschaft und da möchte ich gerne wieder raus.